Sind euch diese Linien aber immer noch zu dick, müsst ihr oder beziehungsweise könnt ihr auf coole Hilfsmittel zugreifen, zum Beispiel auf das Tiny Pink Stencil Cap. Mit diesem Tool könnt ihr wirklich noch dünnere Linien sprayen. Das Ganze ist eigentlich ein Plastikkörper, der ein ganz kleines Loch vorne hat. Hier seht ihr das. Ihr setzt das auf die Dose auf, dreht das Cap so, dass es durch das Loch sprayen kann. Aber es gibt auch andere Anbieter wie Tiny Pink Stencil Cap, zum Beispiel das Stencil Cap von Montana. Das setzt man nur auf den oberen Kopf der Dose auf. Im Vergleich zu den anderen sieht das Ganze so aus. Das heißt, das Tiny Pink Stencil Cap ist nochmal würde sagen, das Dreifache dünner als das Stencil Cap von Montana. Aber mit dem Stencil Cap von Montana ist es möglich, noch dünner als nur mit den losen Caps zu sprayen. Das Ganze im Vergleich mit den High Pressure Dosen mit einem Fat Cap. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps weitergeben. Wir sehen uns. Bis bald, euer Rox.